Aus meiner Sicht die Nachricht des Tages, zumindest aus deutscher, europäischer Perspektive, ist die Pleite von Signa Holdings, also die Pleite der Benko-Firma. Und die Frage, die sich stellt, ist das so eine Art Lehman-Moment jetzt für den Immobilienmarkt in Deutschland, speziell für den Gewerbeimmobilienmarkt in Deutschland? Denn da hängen ziemlich viele mit drin und eins ist klar, jetzt wird ziemlich viel Angebot auf den Markt kommen, denn der Insolvenzverwalter, der muss verkaufen, der muss versuchen, den Gläubigen noch ein bisschen Geld zurückzugeben, aber schauen wir uns die Dinge einmal an. Da ist zunächst mal diese Pleite der Signa Gruppe, also des übergeordneten Konstrukts. Bereits letzten Freitag hat ja eine Untereinheit, die auch sehr wichtig war, Insolvenz angemeldet. Ein Freund von mir aus dem Immobiliensektor meinte, das ist so eine Art Lehman jetzt für die Immobilienwirtschaft in Deutschland. Insgesamt geht es um 5 Milliarden Euro, die Gläubiger offen haben. Das ist jetzt heutzutage ja kein so richtig großer Betrag mehr, 273 Gläubiger sind das, aber was ist das große Problem? Die Signa hat noch einen Buchwert von 2,8 Milliarden, da fehlen also ein paar Milliarden, 2,2 Milliarden und jetzt muss der Insolvenzverwalter mindestens 30% der Forderungen begleichen und muss dann die Zustimmung der Mehrheit der Gläubiger bekommen, damit sozusagen die Geschäfte wirklich auch weitergeführt werden können. Aber eins kann man sagen, Benko ist natürlich das Opfer letztendlich einer Zinspolitik geworden, die ihn groß gemacht hat, die Nullzinsen, Immobilienbewertungen stiegen und stiegen und dadurch wurde der immer größer, der gute Österreicher Benko, dadurch sagt ein anderer Mensch, der wird ja richtig groß, mit dem kommen wir ins Geschäft und dann eben das Gegenteil, als die Zinsen stiegen, dann war die Party zu Ende und Hannes Zipfel, mein Kollege, sagt, kein Zufall, dass die EZB vorsichtiger wurde in den letzten Tagen und Wochen, was ihre Zinspolitik betrifft. Da hat man ja gesagt, naja, also wir werden jetzt erstmal die Dinge so lassen, wie sie sind. Aber schauen wir uns hier mal die Gläubigerliste an. Da ist zum Beispiel eine Helabar, also die Hessische Landesbank oder praktisch Sparkasse mittlerer dreistelliger Millionenbetrag. Das ist schon üppig. Da sind andere Forderungen von UniCredit, DZ Bank, Raiffeisen, Signal Iduna, und so weiter und so fort. Da sind auch Besicherungen für Projektfinanzierungen mit drin, also Versicherer hängen mit drin, Banken hängen mit drin, selbst irgendwelche Sparkassen, Esslingen oder wie die heißen, sind da mit drin und haben für ihre Verhältnisse damit jetzt ein richtiges Problem. Und die Frage ist, wie wird jetzt sozusagen die Dynamik daraus entstehen? Denn eins ist ja klar, der Insolvenzverwalter, der wird jetzt versuchen zu verkaufen. Damit kommt Angebot auf den Markt. Jetzt ist es aber so, wie hier ein Kommentator auf Finanzmarktwelt schreibt, dass im Sinne von aktueller Bewertung, gerade bei Gewerbeimmobilien, davon auszugehen ist, dass X-Bilanzen auch außerhalb der Signa mit immer noch weit überbewerteten Bewertungen geschönt sind. Also, dass das noch nicht wirklich angepasst wurde. Und diese Bewertungen sind eben nur haltbar, als keine Transaktion zur Referenzbildung stattfindet. Und jetzt werden wir ziemlich viel Referenzbildung sehen, könnte man sagen, denn der Insolvenzverwalter muss jetzt Cash generieren, um die Gläubiger auszuzahlen. Das heißt, da kommt viel Angebot auf den Markt. Jetzt wissen natürlich die Player am Markt, naja, die müssen ja verkaufen, also ich lasse mir Zeit mit einen Zuschlag, da werde ich den Preis so weit runterhandeln, bis es quietscht. Hier sehen wir mal dieses bröckelnde Reich der Signa Holding aus einer Grafik des Manager-Magazins. Also ungemein verschachtelt, was da jetzt praktisch zu regeln ist. Und mit dieser Insolvenz der Signa-Gruppe sind wohl jetzt auch rund 700 Millionen Euro Corona-Staatshilfen final futsch, die Benko gegen Grabbeltischsicherheiten für die Warenhaussparte kassiert hat und die über Mieten teilweise an die Immobilienfirmen durchgeroutet worden sein dürften. Also Galeria und wie sie alle heißen, da hängt er ja auch mit drin, der gute Benko. Also das ist schon ein ziemlicher Kollateralschaden. Wie geht es jetzt weiter am Immobilienmarkt? Da gibt es zwei verschiedene Perspektiven. Die erste, Fondsmanager sagt, europäische Immobilienkrise ist fast vorbei. Das war aber vor der
Pleite oder vor der Insolvenzanmeldung von Benko. Während Flossbach von Storch, die ja meistens durch sehr, sehr gute Analysen auffallen, sagen, anhaltende Eiszeit am deutschen Immobilienmarkt. Und das dürfte jetzt nach dieser Pleite sicher nicht besser werden. Bleiben wir mal in Deutschland, gehen aber weg vom Immobilienmarkt, der natürlich durch die Zinspolitik stark beeinflusst wurde. Wir haben heute neue Daten zur Inflation in Deutschland auf 3,2% gefallen. Das ist niedriger gewesen als erwartet, harmonisiert hier zumindest. Aber wir sehen zum Vormonat einen Rückgang von 0,4%. Das hat dem DAX Auftrieb gegeben, diese Zahl. Die Inflation ist also auf dem Rückzug. Allerdings dürfte eben entscheidend sein, inwieweit, wie hier die Commerzbank schreibt, inwieweit die Unternehmen in der Lage sein werden, ihre höheren Kosten, nämlich Lohnkosten, an ihre Kunden weiterzugeben. Wir gehen davon aus, dass dieser Effekt die Kernteuerung in den im kommenden Jahr deutlich über dem EZB-Ziel stabilisieren wird. Und die Kerninflation ist ja nach wie vor deutlich über dem Ziel, hier mit 3,8% in Deutschland, auch wenn sie von 4,3% gefallen ist, ist da noch schon noch eine ziemliche Lücke, aber auch wieder ein Kommentator auf Finanzmarktwelt. Warum sinkt die Inflation? Möglicherweise, weil weiter steigende Preise nicht mehr durchsetzbar sind für die Unternehmen. Also die haben jetzt perspektivisch höhere Lohnkosten und das sind ja mit die höchsten Kosten, die ein Unternehmen hat. Und jetzt müssen die versuchen, irgendwie diese gestiegenen Kosten, die sie haben, weiterzugeben, sonst frisst das in die Marge. Möglicherweise sind sie dazu nicht in der Lage, weil eben die Nachfrage schlichtweg nicht da ist. Und es geht ja immer um Angebot und Nachfrage. Dementsprechend ist das wahrscheinlich sogar auch ein Signal für diesen Abschwung, den wir hier sehen und der jetzt auch die Bundesregierung trifft. Jetzt hat der Fricke von der FDP gesagt, der im Haushaltsausschuss ist, also für 2024, da fehlen einige Milliarden, so um und bei könnten es 24 Milliarden sein nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Hier ein böser Kommentator sagte, Deutschland schafft den Kohleausstieg schon 2023, die Kohle ist weg. Jetzt hat die Energieindustrie gesagt, wir brauchen endlich Klarheit, macht endlich das Budget fertig, denn viele Firmen wissen gar nicht, bekommen sie jetzt noch Unterstützung, die ihnen eigentlich zugesagt wurde oder auf die sie meinten, Anspruch erheben zu können, ja oder nein. Also das ist wirklich auch ein großes Problem, das jetzt durch die Benko-Pleite wahrscheinlich nicht gerade lockerer wird, zumal wir sehen, dass hier selbst nach Daten des DIW, also meines zweitbesten Freundes Marcello Fracciarino, Deutsches Institut für Wirtschaft, das Konjunkturbarometer verschlechtert sich weiter. Also es ist so, dass wir ja sehen, dass Einkaufsmanager etc. die Talfahrt der deutschen Wirtschaft langsamer geworden ist, aber nach wie vor eben es nicht wirklich bergauf geht. Und in dieser Situation mit der größten Volkswirtschaft in Europa sehen wir den Euro in der Nähe von 1,10. Madame Lagarde sagt dann zu Jerome Powell von der Fed, die glauben wirklich, dass du eher die Zinsen senken wirst als wir von der EZB. Das ist wahrscheinlich echt ein guter Witz angesichts der deutlich schlechteren Lage eben der europäischen Konjunktur im Vergleich zur amerikanischen. Vielleicht machen es dann die Geldbedürftigen wie die Bundesregierung so, wie jetzt es die französische Regierung plant. Da sollen Sparguthaben von Bürgern eingezogen werden für Verteidigungsausgaben. Das wäre doch jetzt schick, wenn Robert Habeck verkünden würde, Mensch, wir beschlagnahmen jetzt mal einen gewissen Teil eurer Kontengeld, damit die Energiewende auch funktioniert. Wir haben heute die Mitteilung, dass die Kohleverstromung weiter steigt. Der Ausbau der Erneuerbaren ist auch gestiegen, aber es ist vor allem Kohle natürlich, das jetzt angesichts der Temperaturen hier Energie liefern muss. Kommen wir in die USA, da ist ja die Zinssenkungseuphorie am Start, deswegen wieder neue Hochs, Zwischenhochs gemacht oder Verlaufshoch gemacht an der Wall Street. Wir haben unterschiedliche Aussagen von Fed-Mitgliedern. Bostic, der gesagt hat, ja, er ist zunehmend zuversichtlicher, dass die Inflation auf dem Weg nach unten ist, während Barkin von der Richmond Fed gesagt hat, also da bin ich überhaupt nicht überzeugt davon oder noch nicht überzeugt davon, deswegen müssen wir, so Barkin, uns die Tür zu Zinsanhebungen offen lassen. Alleine die Märkte glauben es nicht. Wir sehen jetzt fast eine schon so große Wahrscheinlichkeit in den Fed Fund Futures, dass die Zinsen gesenkt werden, wie dass sie unverändert gelassen werden. Jetzt für die März-Sitzung, das ist der 20. März,
Im Januar gehen die Märkte noch nicht davon aus, aber jetzt ist im Grunde schon eine Zinssenkung für Mai das wahrscheinlichste Szenario, laut den Fed Fund Futures. Das ist jetzt, wie ich heute Morgen titelte, schon das 8. Mal, dass man jetzt denkt, dass die Fed bald die Zinsen senken wird. Aber die Fed hat jetzt eben das Problem, Inflation ist nach wie vor weit über 2%. Was passiert jetzt mit der Wirtschaft, wenn sie zu früh sich bewegen, nämlich nach unten bewegen mit den Zinsen, riskieren sie wie ein Wiederaufflammen der Inflation. Und wir haben ja jetzt die Lockerung der Financial Conditions durch den Fall der Anleiherenditen. Kredite werden günstiger, Aktienmärkte steigen, die Leute sind auf dem Papier reicher, hurra. Alles gut, wenn sie dagegen zu lange warten mit den Zinssenkungen, dann wird die Rezession wahrscheinlich kommen, von der jetzt im letzten Quartal noch nicht zu sehen war. Heute die zweite Veröffentlichung des US-BIPs, 5,2%, höher als bei der ersten Veröffentlichung noch. Wir sehen Personal Consumption allerdings nach unten revidiert, und nach oben revidiert ist der Anteil des Government Spending, also sozusagen der Ausgaben des Staates, das einen nicht unwesentlichen Teil dazu beigetragen hat, dass eben die Wirtschaft so gut gelaufen ist. Und das ist natürlich dann auch wieder latent inflationär. Die Fed versucht sozusagen die Geldmenge zu schrumpfen, respektive die Bilanzsumme zu schrumpfen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehen wir, dass die Regierung dagegen hält und daher eben dieses Tohuwabohu in gewisser Weise. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass der amerikanische Konsument Probleme hat. Wir sehen hier mal Firmen in den USA, die sehr stark von diesem Black Friday-Umfeld profitieren normalerweise, also die da ganz wichtige Teile ihrer Umsätze erzielen. Und das sind sehr, sehr viele Firmen, die deutlich schlechter abgeschnitten haben als zuletzt. Wir haben jetzt hier einen medianen Rückgang von 4% gegenüber dem Vorjahresmonat. Also das ist jetzt immer mehr, oder es gibt immer mehr Anzeichen, dass der Konsument in den USA schwächelt, aber nicht die Aktienmärkte. Die sind euphorisiert. Put-Call-Ratio jetzt so niedrig wie seit 2 Jahren nicht mehr. Investors Intelligence Bulls, also Börsenbriefe, Stimmung der Börsenbriefe, da sehen wir 55,7% Bullen. Das ist der zweite höchste Wert seit Juli, als wir auf dem Top waren. Ende Juli waren es 57,1%. Also man kann durchaus sagen, die Euphorie ist zurück, weil eben auch die Financial Conditions sich gelockert haben. Und ein System von Goldman Sachs sieht darin jetzt ein Kaufsignal für den S&P 500. Jedes Mal, wenn hier sozusagen die Financial Conditions sich so gelockert hatten, dann kaufte das Modell diesmal auch. Schauen wir mal, wie es weitergeht, auch politisch. Das wird ja ein unruhiges Jahr 2024. Jetzt hat sich Jamie Dimon von JP Morgan, der wohl mächtigste Banker der westlichen Welt, hat sich jetzt sehr stark für Nikki Haley eingesetzt, diese Kandidatin der Republikaner, die ja gegen Trump antreten will. Und Jamie Dimon hat das gemacht bei einer Veranstaltung, wo wirklich die Dickfische der amerikanischen Geschäftsleute da waren, und sein Wort hat da durchaus Gewicht. Also man versucht jetzt sozusagen ein Gegengewicht innerhalb der Republikaner gegen Trump zu bilden, und die Demokraten sagen, na Leute, eins ist doch klar, wenn Trump drankommt, dann kommt Inflation, denn Trump wollte immer die Zinsen möglichst auf Null senken, möglichst alles an Liquidität haben. Das ist natürlich, da haben die Demokraten einen Punkt, aber sie selber sind ja auch keine Waisenknaben, was das Geldausgeben betrifft. Also das wird hier noch eine spannende Geschichte. Abschließend 2 Empfehlungen. Nirgends in Europa ist die Krise größer als hierzulande, also als in Deutschland in Sachen Immobilien. Wieso, weshalb? Lesen Sie hier. 1. Empfehlung. Und 2. Empfehlung. Bill Ackman kam ja raus und der bewegt wirklich die Anleihemärkte, muss man sagen. Wenn der sagt, ich stelle meine Short-Position oder ich stelle meine Position, meine Wette auf steigende Renditen, die habe ich jetzt aufgelöst, dann bums, dann plumpsen die Renditen. Weil sie sagen, oh, der Ackman ist jetzt raus aus dem Trade. Jetzt hat er gesagt, ich spekuliere darauf, dass sozusagen die Fed schon im ersten Quartal die Zinsen senkt. Und siehe da, die Anleiherenditen fallen, weil Bill Ackman davon ausgeht, dass wir eher eine harte Landung sehen werden. Also 2 Empfehlungen, Immobilien, besonders in Deutschland ein Problem. 1. Empfehlung und 2. Empfehlung, dann der gute Bill Ackman. Und warum er glaubt, dass die Fed die Zinsen doch früher senken wird, ich sage jetzt erst einmal Servus, ciao.